Hinata sah sich in Sasukes Zimmer um. Da stand ein Foto von seinem alten Team und die Hyuga musterte es. Sakura sah glücklich aus auf dem Bild. Naja, immerhin war sie auch mit ihrer großen Liebe in einem Team. Naruto hatte einen herausfordernden Blick und man merkte ihm deutlich an, dass ein Sasuke seinen Rivalen sah. Eben dieser schien als einziger von der ganzen Situation mehr als genervt zu sein. Ein Lächeln huschte über Hinatas Lippen. Genauso hatte sie Sasuke kennengelernt. Und diesen Ausdruck hatte er auch jetzt noch öfter im Gesicht. Aber sie wusste, dass er damit nur seine wahren Gefühle verstecken wollte. An dem einen Abend hatte der Uchiha einen kleinen Einblick auf seine wahren Gefühle zugelassen. Und die Erinnerungen daran ließen Hinata immer wieder erzittern. Seine Stimme hatte sich kaum merklich verändert und seine plötzliche Nähe hatte sie verunsichert. Auch das, was er ihr erzählt hatte, ließ sie erschauern. Aber Gefühle löste das nicht in ihr aus. Weder Hass oder Ekel, noch Mitleid oder sonst etwas. Eigentlich war es ihr total egal, ob Neji auf sie stand oder was er mit ihrer Unterwäsche anstellte. Viel wichtiger war ihr, wie Sasuke darauf reagiert hatte. Hat ihn das gestört? Unsicherheit ergriff die junge Frau und nervös fing sie an, in dem kleinen Zimmer auf und ab zu laufen. Diese Unruhe in ihr packte sie und ließ sie nicht mehr los. Das Gefühl, in seinem Haus zu sein, zurück in Konoha zu sein und sich dennoch so fremd zu fühlen, war ziemlich verwirrend für sie. Nach ein paar Minuten ließ sich Hinata auf das Bett fallen und starrte den Fußboden an. Sie sah verwirrt hoch, als ihr ein leckerer Geruch in die Nase kam. Neugierig erhob sie sich und folgte diesem Duft. Als sie in der Küche ankam, fand sie Sasuke am Küchentisch sitzend vor zwei Portionen Ramen, die er wohl geholt hatte. Erneut wunderte sie sich über ihn, schwieg aber und setzte sich einfach. Wortlos schob Sasuke ihr eine der Portionen zu und nahm sich seine Stäbchen, um zu essen. Während die beiden aßen, wechselten sie kein Wort miteinander. Erst als beide aufgegessen hatten, lehnte sich Sasuke in seinem Stuhl zurück und sah die junge Frau an. »Wie fühlst du dich?«, fragte er und legte ein wenig den Kopf schief. Hinata seufzte leise. »Es fühlt sich seltsam an. Irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl, aber irgendwie bin ich hier dennoch zu Hause.« Sasuke nickte ein wenig und ließ sie nicht eine Sekunde aus den Augen. »Für mich ist es auch sehr seltsam, wieder hier zu sein. Als ich noch jünger war, wollte ich unbedingt meinen Clan wieder aufbauen. Ich wollte dieses alte Viertel wieder mit Leben füllen und das wieder aufbauen, was man mir genommen hatte, aber heute möchte ich nur noch, dass alles so bleibt, wie es ist.« Aufmerksam sah Hinata ihren Teampartner an und war erstaunt darüber, wie viel er in den letzten Tagen über sich preisgab. Hin und wieder öffnete er sich ihr wohl doch. Genau wie in diesem Moment. Sie konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie Sasuke damals einmal erzählt hatte, dass er seinen Clan wirklich wieder aufbauen wollte. Jetzt schien sich das verändert zu haben, denn in seinen Augen lag neben dem Hass und der Wut auf Konoha eine tiefe Erschöpfung. Ein wenig konnte sich Hinata vorstellen, dass die Jahre an ihren Nerven gezerrt hatte und auch bei ihm seine Spuren hinterlassen hatte. Langsam erhob sich die Hyuga und ging auf Sasuke zu. Dieser beobachtete sie dabei sehr genau, rührte sich aber kein Stück. Auch seine Muskeln spannten sich längst nicht mehr an, wenn sie sich ihm näherte. Ruhig legte Hinata eine Hand auf seine Schulter und sah ihm in die Augen. »Wir werden doch bestimmt nicht hierbleiben, oder?« »Also mach dir darum keine Gedanken mehr. Wir entscheiden nicht immer selbst, wie unser Leben verläuft.« »Und genau das stört mich so«, kam es von Sasuke, und er wandte sich das erste Mal von ihr ab. »Warum sollen andere entscheiden, wie mein Leben verläuft? Oder wie dein Leben verläuft? Wer gibt ihnen das Recht, unser Leben zu bestimmen?« Erschrocken sah Hinata zu ihm. Es kam nicht oft vor, dass Sasuke sich so in Rage redete, aber sie schien so etwas wie einen wunden Punkt bei ihm getroffen zu haben. Resigniert schüttelte der Uchiha den Kopf und seufzte leise. »Ich hasse es, wenn mir jemand vorschreiben will, was ich zu tun habe. Manchmal habe ich das Gefühl, als würde jemand mein Leben lenken, ohne dass ich dazu etwas zu sagen habe. Und ich will mein Leben endlich wieder selbst entscheiden.« Einem leichten Lächeln sah Hinata ihn an. Ruhig strich sie mit der Hand durch seine schwarzen Haare und zuckte zusammen, als sie sich dessen bewusst wurde. Sie bemerkte die dunklen Augen, die sie verwundert und verwirrt musterten. Doch sofort hatte sich Sasuke von diesem Gefühlsausbruch erholt und seine Augen wurden emotionslos wie immer. Mit einem kühlen Blick sah er die Hyuga an und legte dann eine Hand auf ihre Wange. Die andere legte er um ihre Hüfte und er zog sie an sich. »Woher kommt mit mal deine Anschmiegsamkeit? Sonst hast du doch immer gebissen, wenn ich dir auch nur auf 5 Meter zu nahe gekommen bin.« Unsicher wich Hinata seinen Blick aus. Sie wusste doch selbst nicht, warum sie mit ihm mit einmal so nahe gekommen war.
aber sie hatte ihm durch die Haare gestrichen und sie hatte sehr schnell festgestellt, dass er wirklich weiche Haare hatte. Das erste Mal seit langem war sie wieder sprachlos und errötete sogar ein wenig. Über Sasukes Gesicht huschte ein Grinsen und er drückte das Mädchen auf seinen Schoß. »Was wirst du denn auf einmal so rot?« »Ich dachte, das hätte ich dir aberzogen. Du musst endlich lernen, dass man dir deine Emotionen nicht sofort ansehen darf. Sowas könnte gefährlich für dich werden, wie du gerade am eigenen Leib erfährst.« Hauchte ihr der Ushia ins Ohr und seine Hand litt unter ihr Shirt. Sie erschauerte und schluckte schwer. Sonst hatte Hinata wirklich immer dafür gesorgt, dass Sasuke ihr nicht zu nahe kam. Aber irgendwie störte es sie ihm im Moment nicht. Aber das durfte er auf keinen Fall merken. Entschlossen stand Hinata wieder auf und schlug seine Hände weg. »Lass das, Sasuke! Du weißt, dass ich allergisch darauf reagiere, wenn du mich anpackst!« fauchte sie und drehte sich von ihm weg. Aber nur weil sie Angst hatte, er könnte ihre Gefühle vielleicht doch noch in ihren Augen sehen. Sasuke lachte leise und erhob sich. Er gab Hinata einen Klaps auf den Hintern und ging dann ohne ein weiteres Wort zu sagen aus der Küche. Ein Tag verging, bevor Sasuke der Meinung war, dass sie sich auf der Straße blicken lassen konnten. Er gab der jungen Hyuga genaue Anweisungen, was sie tun musste. Am Anfang war Hinata zwar schon ein wenig verwirrt, dass Sasuke wirklich wollte, dass sie sich bei ihrer Familie blicken ließ, aber wenn er das wünschte, würde sie es auch tun. Langsam ging sie auf das Tor zu und seufzte leise. Alte Emotionen kamen in ihr hoch und langsam wurde ihr klar, dass es gar nicht so einfach war, diese abzustellen. Angst ließ ihr Herz schneller schlagen. Die Aufregung sorgte dafür, dass ihre Hände schwitzten. Sorgen darüber, wie Neji und ihr Vater auf sie reagieren würden, ließen ihr die Beine weich werden. Egal wie sehr sie versuchte, genau das abzustellen, sie schaffte es einfach nicht. Noch einmal atmete das Mädchen tief durch und öffnete die Haustür. Sofort wurde sie von dem alten Geruch ihrer Familie eingenebelt und sie fühlte sich schrecklich eingesperrt. Sie musste sich konzentrieren, doch das wurde verhindert, als ihre kleine Schwester aufschrie und ihr mit einem Mal um den Hals fiel. »Hinata, du bist zurück! Hat dir das Schwein was angetan? Hat er dir wehgetan? Sag doch was, wo warst du so lang?« Hinata blinzelte und grinste mit einem Mal. Also dachten alle, dass Sasuke sie entführt hatte. Das könnte sie zum Vorteil nutzen. Sie könnte sich einfach wieder unter ihre alten Freunde mischen, ohne dass jemand auch nur Verdacht schöpfen würde. Aus diesem Grund setzte sie eine etwas weinerliche Miene auf und seufzte. »Ich bin so froh, von ihm weggekommen zu sein. Endlich bin ich wieder zu Hause«, wimmerte Hinata und wandte ihren Blick von Hanabi ab. Sie musste gestehen, dass ihre Schauspielkünste besser geworden waren. Ihre Schwester glaubte ihr, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Sofort schlang sie die Arme fester um ihre ältere Schwester und drückte sie an sich. »Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Dad war der Meinung, dass du nicht mehr im Leben bist, aber ich konnte mir das nicht vorstellen, dass Sasuke dich entführen würde, um dich zu töten. Immerhin hat er Sakura auch getötet, ohne sie vorher zu entführen. Hat er dir sehr weh getan? Ich meine, hat er irgendwas getan?« Ihre Schwester überhäufte sie mit Fragen und Hinata wusste überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Schließlich hatte Sasuke überhaupt nichts getan. Sie war ja freiwillig mitgegangen. Als sie Neji begegnete, konnte Hinata ein Schmunzeln nicht verbergen. Erst wurde er blass und dann hochrot. »Geht's dir gut? Noch alle Körperteile dran? Was hat er überhaupt von dir gewollt?« fragte nun auch Neji und im ersten Moment war sich Hinata überhaupt nicht sicher, ob sie das Richtige tat. Sie sah Neji an und legte eine Hand auf seinen Unterarm. Ihr Cousin wurde wirklich ein wenig rot und jetzt wusste Hinata auch endlich warum. Allerdings wollte sie genau das jetzt ausnutzen. Mit einem lieben Blick, der noch von der alten Hinata übrig geblieben war, sah sie in seine Augen und sie wirkte erschöpft und müde. »Könnt ihr mich nicht erstmal in Ruhe lassen? Ich würde gerne ein bisschen schlafen und mich entspannen. Duschen oder so.« Neji wich ihren Blick aus und nickte. »Natürlich, geh ruhig in dein Zimmer. Ich werde den anderen erzählen, dass du zurück bist. Mach's dir gemütlich«, nuschelte ihr Cousin vor sich hin und Hinata hätte am liebsten losgelacht. Ihr war nie aufgefallen, wie stark Neji auf ihre Anwesenheit reagierte. War das früher auch schon so gewesen? War ihr das einfach nur nicht aufgefallen? Mit einem leisen Seufzen und einem tiefen Blick in seine Augen ging sie an ihm vorbei. Ihre Schritte waren ruhig, als sie in ihr Zimmer ging und die Zimmertür hinter sich zuwarf. Irgendwie war sie mit sich selbst zufrieden. Sie führte ihre eigene Familie an der Nase herum und das gab ihr eine gewisse Macht. Niemand hatte sie durchschaut und früher war jede noch so kleine Notlüge sofort aufgeflogen. Jetzt jedoch konnte sie mit ihrer eigenen Familie spielen. Vollkommen entspannt und mit einem überlegenen Lächeln auf den Lippen stellte sich Hinata unter die Dusche.
Sie genoss nicht nur das Wasser auf ihrer Haut, sondern auch das Gefühl, das sich in ihr breit machte. Nach einer Viertelstunde stellte Hinata das Wasser ab und wickelte sich in ein Handtuch. Sie verließ das Bad und ließ sich auf ihr Bett fallen. Dort breitete sie die Arme aus und strahlte regelrecht ihre Decke an. Langsam schlossen sich ihre Augen und nur mit einem Handtuch bekleidet blieb Hinata auf dem Bett liegen und schlief ein. Als sie wach wurde, war es draußen schon dunkel und sie drehte nur ihren Kopf auf die Seite. Aus irgendeinem Grund hatten ihr alle Knochen im Leib weh und sie spürte die Anstrengungen des letzten Jahres von sich abfallen. Als sie sich Sasuke leise räusperte, lächelte sie leicht, denn sie hatte ihn schon längst bemerkt. »Ich bin stolz auf dich, Hinata. Du gliederst dich einfach so wieder in deine alte Welt ein, aber trotz allem hast du dich verändert. Aber keiner scheint es zu merken. Also hast du doch etwas von mir gelernt.« Er ging auf sie zu und setzte sich an das Ende ihres Bettes. »Du wirst es nicht bemerkt haben, aber Neji hat 3 Stunden neben dir gestanden und dich angestarrt. Er steht also immer noch auf dich.« »Ich weiß«, meinte Hinata knapp und richtete sich auf. Sie sorgte dafür, dass ihr Handtuch fest um ihren Körper geschlungen war und sah Sasuke kalt in die Augen. »Das merkt man ihm sofort an. Ich bin wirklich blind gewesen. Seine Reaktionen auf mich sind mehr als eindeutig. Ich muss wirklich verblendet gewesen sein.« »Ja, das warst du allerdings«, erwiderte Sasuke nur und sah Hinata an. Dann erhob er sich und kam auf sie zu. Er legte seine Hände auf ihre nackten Schultern und drückte sie in die Kissen zurück. Mit einem suffisanten Lächeln auf den Lippen beugte er sich über sie und hörte nicht auf, ihr in die Augen zu sehen. Hinata spürte, wie ihr Herz wieder schneller schlug. Eine zarte Röte schlich sich auf ihre Lippen und Sasuke lachte leise. Er beugte sich ein wenig tiefer zu ihr und hauchte ihr leise zu. »Deine Familie kannst du belügen. Die, die dich am besten kennen sollten, kannst du hinters Licht führen. Aber mir kannst du noch immer nicht ins Gesicht lügen. Etwas, das du eindeutig noch lernen solltest.« Am liebsten hätte Hinata ihren Kopf weggedreht und hätte den Augenkontakt mit ihm abgebrochen. Jedoch konnte sie nicht. Sie versank in den dunklen Augen und spürte, wie ihr das Herz bis zum Hals schlug. Diesmal war es Sasuke, der den Blickkontakt abbrach und sich von ihr erhob. »Du musst lernen, jeden zu täuschen, auch mich. Erst dann kannst du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen.« Leise seufzte das Mädchen auf. Also war das wieder nur seine Art gewesen, ihr zu zeigen, dass sie noch an sich arbeiten musste und noch lange nicht perfekt war. Auch wenn sie schon stolz auf sich war, für ihn würde es nie reichen. Nie würde sie ihn anlügen können. Nein, Hinata war sich sicher, dass sie an Sasukes sich ihr Leben lang die Zähne ausbeißen würde. Er brauchte sie nur anzusehen, um ihre Gefühle zu erraten. Würde sie sich je vor ihm verstecken können? Sasuke stand am Fenster und sah auf den Garten hinab. In diesem Moment schien er komplett in Gedanken versunken, und Hinata ärgerte sich, dass sie ihn nicht genauso gut durchschauen konnte wie er sie. Warum fiel es ihm so leicht und ihr so schwer? Erst als der Uchiha seufzte und seine Schultern ein wenig straffte, sah sie wieder zu ihm. In ihren Augen lagen Fragen, und Sasuke grinste leicht. »Die Idee ist gar nicht so schlecht, weißt du das? Ich meine, du hast dich hier sozusagen wie ein Spion wieder eingegliedert, aber ich werde jede Nacht nach dir sehen, um herauszufinden, was du erfahren hast. Verliere deine Aufgaben nicht aus den Augen, denn sollte das passieren, muss ich dich hier rausholen«, meinte der Uchiha kalt und seine Stimme klang schneidend. Ruhig nickte Hinata und als Sasuke von einer Sekunde auf die andere aus ihrem Zimmer verschwunden war, seufzte sie schwer auf. Jedes Gefühl von Sicherheit hatte er in ihr zerstört. Alles hatte er wieder kaputt gemacht. Gerade wo sie sich glücklich gefühlt hatte, wo sie so etwas wie einen Triumph empfunden hatte, musste er ja alles wieder zerstören. Jetzt fühlte sie sich mieser als jemals zuvor. Doch nach kurzer Zeit spürte sie auch so etwas wie Entschlossenheit. Sie würde es Sasuke schon zeigen. Der dachte wohl, sie würde in ihre alte Rolle zurückfallen, aber da hatte er sich geschnitten. Nie im Leben würde er wieder so weich werden, wie sie einmal war. Das schüchterne Mädchen würde nicht mehr als eine Maske sein, die sie aufrecht erhalten musste, um die anderen zu täuschen. Aber sie würde nie wieder so werden, wie sie damals war. Glaubte Sasuke wirklich, sie würde die harte Arbeit des letzten Jahres aufs Spiel setzen, um wieder so zu leben, wie sie nie hatte leben wollen? Sie wäre doch nie mit ihm gegangen, wenn sie sich nicht hätte ändern wollen. Aber sie hatte sich geändert, und das war gut so. Etwas entschlossener stand die Hyuga aus ihrem Bett auf und warf endlich einen Blick auf die Uhr. Es war noch mitten in der Nacht. Trotzdem zog sie sich Unterwäsche und ein T-Shirt an. Danach legte sie sich wieder ins Bett und fing an, Pläne zu schmieden, wie sie die nächsten Tage überleben wollte.